Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben den Kanal umgebaut und den Gaming-Bereich in einen eigenständigen Kanal namens The Brain in Game outgesourced. Wenn ihr also Bock auf neue Gaming-Videos von uns habt, rate ich euch dazu, diesen Kanal zu abonnieren. Da wird es alle 3 Wochen ein Let's Play geben. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, Skyrim ist natürlich schon ein bisschen älteres Spiel, aber immer noch ein total geniales. Und ja, mit der Legendary Edition und noch einigen Mods dazu, habe ich mir gedacht, ich spiele das Spiel, obwohl ich schon mal komplett durch hatte, jetzt nochmal gemoddet durch und habe schon angefangen, um die interessanten passiven Skills schon mal hochzubringen. Und bin jetzt eigentlich so weit, dass ich sage, jetzt kann ich endlich meinen aktiven Build angehen. Und ihr werdet sehen, ich bin schon über Level 60, ehe ich jetzt soweit war, weil ich tatsächlich so viele Perk Points benötigte. Und bevor wir loslegen, möchte ich 2 Sachen machen. Erstens ein kleiner Tipp an alle, die tatsächlich das Spiel noch nicht gespielt haben, aber es spielen werden, falls es denn überhaupt noch welche gibt. Wichtigstes ist, versucht als allererstes ein Spiel, sobald ihr das Intro weg habt, in eine große Stadt aufzusuchen und da irgendwelche Aufgaben von Jarl und seinen Angestellten zu machen, damit ihr die Erlaubnis bekommt, euch ein Gebäude von dem zu kaufen und kratzt das Geld dafür zusammen. Warum? Naja, es bietet euch die Gelegenheit, dass ihr direkt schon ein Lager für euer Zeug habt und ja, ein Ort, wo ihr immer wieder zurückkehren könnt, ein sicherer Hafen. Das ist ganz stark zu empfehlen. Ich werde jetzt über das Spiel hinaus noch ein paar weitere Tipps geben, aber ein zweiter kleiner Tipp noch vorweg. Versucht euch darauf auszurichten oder zu fokussieren, was ihr gerne wollt. Also wenn ihr Krieger sein wollt, dann legt möglichst viele Punkte auf HP, ein bisschen auf Ausdauer, Magie braucht ihr eher wenig. Und alles, was irgendwelche Skills sind, die eure Rüstung verbessern oder eure Nahkampffähigkeiten. Das sollte man als kleinen Tipp beherzigen. Und jetzt möchte ich euch kurz mal die Mods, so schnell es geht, vorstellen, damit ihr seht, warum das Spielerlebnis hier ein komplett anderes ist. Und ja, alles, wo Rotes X ist, die funktionieren nicht, beziehungsweise sind deswegen nicht aktiv. Oder sie brauchen auch viele andere, die ich mir dann aber nicht ziehen wollte. Ihr werdet sehen, die Hälfte oder mehr davon hier sind eigentlich nur dafür da, damit andere funktionieren. Apocalypse Magic of Skyrim macht schöne neue Zauber dazu. Ich bin ja so Magier-Freak und habe mir ein Diebes Magier-Bild gemacht. Daher passt das ganz gut. Armor Clothes and Weapons Framework lässt einfach die Kleidung ein bisschen hübscher aussehen. Macht doch ein paar neue rein. So, Baby Doll Heels. Body Slide and Outfit to Box and Wrench. Was haben wir noch? Body Enhancer. Genau. Also diese ganzen, die ich jetzt gerade genannt habe, gehören zu einer Adult-Mod-Reihe und hängen eigentlich mit einer einzigen Mod zusammen. Diese Box and Wrench Yuriana hat total interessante Questlinien und schöne Ideen. Braucht aber noch viele andere Sachen dazu, die aber Adult-Content sind. Daher werde ich im Spiel auch an den entsprechenden Stellen dann, vor allem wenn das eintritt, mal einen kleinen Cut machen müssen. Es ist nicht oft, das ist eigentlich nur in Verbindung mit der Quest, aber auch wenn man weibliche Charaktere lootet, werden die dann halt komplett ausgezogen. Das werde ich natürlich gemäß der YouTube-Richtlinien rausschneiden. Wie gesagt, ist für die Quest drinne oder die Quests drin, weil die spannend sind. So, Armor Pack haben wir hier noch drinne. Dann habe ich verschiedenste Monster-Mods, die neue Monster hinzufügen. Ich habe, glaube ich, 3-mal so viele verschiedene Kreaturen in Skyrim, wie es so gibt. Manche davon sind echt krass. Da ist auch noch ein Rüstungspack. Spezielle Dwarven-Gegner sozusagen. Hier ein paar schöne Animation-Replays. Da sehen die Animationen ein bisschen schön aus. Einer dieser Mods hier oben macht auch die weiblichen Charaktere hübscher. Stimmt, kann man sagen. Dann hier, das ist nur so ein Hilfsmod für das Interface, was benötigt wird. Ein Feuergolem. Und noch ein paar andere Sachen. Forest New Ideals in Skyrim ist auch eher so eine grafische Geschichte. Fusrodo, weiß ich tatsächlich gerade nicht aus dem Kopf, was es ist. Ach ja, das ist wichtig gewesen für diese ganzen Questgeschichten. Extra Dialoge, Golem, ein paar Monster. Ja, High Heal Pack war auch für die Adult Mods. Hive Enemy Pack, neue Gegner. Imperius als neue Rasse. Also nicht nur die, aber
Das ist ein interessanter Mod, der sollte vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Der moddet die ganzen Klassen, die man sich erstellen kann, und spezialisiert sie. Ich zum Beispiel habe hier einen Bosmer, also einen Waldelfen, gemacht. Und die im klassischen Skyrim unterscheiden sich die Rassen nicht viel, außer dass sie maßgeblich ein paar andere Startpunkte haben. Hier haben aber dann die Rassen Spezialisierung. Der Bosmer hier zum Beispiel hat drei Spezialisierungen. Er hat einen Falken, der gegnerische Tiere markiert, einmalig, aller, ich glaube einmal pro Stunde. Und dann darf man auch einmal pro Stunde eine Leiche essen, um vorübergehend die Werte zu erhöhen. Das ist so typisch für die Waldelfen in der Skyrim-Lore, also in der Geschichte. Und das dritte ist eigentlich das Wichtigste. Ein Jägerblick heißt ja, glaube ich, also Green Nature Pact oder so auf Englisch, aber Jägerblick, wenn man es mal intelligent übersetzen wollte, was dazu führt, wenn man ein paar Sekunden schleicht, dass man auch durch Wände Gegner markiert sieht. Das ist ganz praktisch, weil ich, wie gesagt, Stratege bin, auch im Spiel, und deswegen mein Fokus auf Schleichen und Illusionsmagie liegt. Also hauptsächlich Magie, Distanz, Nahkampf ist bei mir so eher niedrig. Ja, Magic Anomalies macht halt alles mit Magie schöner. Noch ein paar Waffen. Mist-Heals sind auch wieder ein paar Heals. Das ist auch toll. Obsidian, Wetter and Seasons. Es soll eigentlich auch, naja, wie formuliere ich das mal? Die Idee war mal gewesen, dass es auch Jahreszeiten implementiert. Das macht es nicht. Aber es macht schöne Wettereffekte. Die Gewitter werden krasser. Es gibt Schneestürme, Regenstürme. Das macht einfach die Sache deutlich lebendiger und sieht richtig gut aus und ist manchmal ein richtiger Nachteil. Ihr könnt euch vorstellen, bei starkem Regen im Dunkeln in einem Wald rumlaufen, das kann manchmal zu unliebsamen Begegnungen führen. All Gods of the Hand ist eine Questreihe, wenn ich nicht täusche. Ordinator Perks, na komm, genau. Der ist auch genial. Was haben wir noch? Power Seed, Papyrus Extender und Tweaks, die gehören mehr oder weniger zusammen. Und die sind ein weiterer Riesenmod. Die ersetzen komplett den Skill Tree von Skyrim. Die Skill Trees von Skyrim waren jetzt nicht schlecht, das kann man nicht sagen, aber sie haben keine Spezialisierung, richtige Spezialisierung erlaubt. Hier kann man wirklich unglaublich krasse Sachen machen. Die Magier sind wirklich so, wie man es eigentlich kennt. Sie starten schwach mit ihren kleinen Funken anstupsen und werden zum Ende hin richtig mächtig. Ich bin jetzt ja schon Meister, noch nicht Großmeister, aber bei manchen bin ich Meister, bei manchen Advokat. Und ja, die richtig krassen Zauber kommen noch, aber ihr werdet sehen, hier sind schon ein paar geile dabei. Und das macht richtig Spaß. Man kann sich auch als Bogenschütze, da gibt es den Modus zum richtigen Snipern mit Mehrfachschaden, und als Assassine gibt es die Schattenfähigkeit, wo man sich anschleichen und Mehrfachmorde durchführen kann. Also genial. Wer mit Mod spielt, dem rate ich auf jeden Fall, das mal zu testen. Ja, Immersive Creatures. Und Weaponry, das hier sind noch ein paar neue Kreaturen, viele. Und Weaponry sind halt ein paar neue Waffen. Snowwards sind auch Gegner. Was ist das? Enchantments auf Skyrim, genau, auch interessant. Es gibt bei Skyrim ein paar Verzauberungen, aber die sind nicht ganz so speziell. Hier sind richtig coole dabei, die wiederum in Kombination mit neuen Perks und den Rassenfähigkeiten eine richtig geniale Spezialisierung erlauben. Ich mache es mal anhand als Beispiel von den Bogenschützen. Früher war es halt so, man macht sich einen Bosmer, also einen Waldelfen, nimmt sich den besten Bogen, den man kriegen kann, ein paar schöne Pfeile und baut den Bogenskill aus. Und dann hat man halt, dass man erhöht Schaden mit dem Bogen macht. Ist jetzt natürlich nicht schlecht, aber fühlt sich noch nicht so richtig an. So, die Verzauberung gab es auch nur, dass der Bogen verstärkt wurde und so weiter. Hier kann man tatsächlich, was ich gerne als Bild mache, auch einen Bogen damit verzaubern, dass er eine Art heimisches Brennen verursacht. Wenn ein Gegner getroffen wird, brennt er, solange der Kampf dauert, einfach weiter. Es hört nicht auf. Also man kann hier richtig genial Sachen machen. Oder es gibt auch die Sache, dass wenn man schnell Pfeile hintereinander schießt, das ist allerdings aus den Perks, dass sich der Schaden erhöht. Also man kann hier richtig ganz gezielt auf eine spezielle, in Anführungszeichen, Klasse skillen, die es bei Skyrim ja so nicht gibt. Ja, Epic Shouts and Immersions macht neue Schreie dazu. Untote. Ein, ja, ich sag mal, Quality of Life Mod hier. Unread Books Glow macht genau das, was es sagt. Ihr werdet in Skyrim ja, findet ihr haufenweise Bücher. 5% davon nützlich, 3% davon mit Quest. So ungefähr, ja, ich habe es nicht ausgerechnet. Und der hier macht einfach, dass alle Bücher, die man noch nicht gelesen hat, blau aufleuchten, sodass man nicht dauernd alles doppelt liest.
Skelett und Special Extended ist notwendig, einfach nur damit Bewegungen schön laufen. Mythical Armors und Dragon sind neue Rüstungen dabei. Dragon Improvements, ja. Also Dragon Improvements, Tremora Improvements, habe ich genommen, weil ich bei dem Original Skyrim das Gefühl hatte, naja, klar, die Tränke sind am Anfang stark und am Ende hin sind die durchaus Gegner, die man ernst nehmen sollte, aber wenn man weiß, wie, ist kein Problem. Wow, der Mod hier macht die Drachen vor allem. Bei Tremora geht es noch, aber die Drachen. Unbesiegbar ist falsch, aber jeder Angriff ist fast tödlich. Und das ist eigentlich bei den Drachen so. Wir sind da so ein kleiner Pup, selbst wenn wir der größte Magier oder der beste Recke mit dem Schwert sind. So ein Drachenflammenwurf soll einen umhauen. Und genau das macht er auch. Also das ist kaum zu überleben, wenn man eine spezielle Tränke oder so nutzt. Oder wie ich halt strategisch vorgeht. Ich habe es auch tatsächlich mal einmal geschafft, einen Nahkampf reinzukommen. Das war keine gute Idee. Ein Kopf kleiner war hier dann nicht mehr nur wörtlich zu, nicht nur übertragen, sondern wörtlich zu nehmen. Ja, Fortify Enchantments, verstärkt, verbessert die nochmal. Und Immersive Artifacts, ja, wer hätte gedacht, die Artefakte, die man findet, sind teilweise nicht so geil. Und hier werden neue und stärkere Effekte hinzugefügt. Und das macht eigentlich Spaß, auch wenn ich bis jetzt gestehen muss, ich habe schon ein paar geile Sachen gefunden, aber noch nichts, wo ich sage, wow, das ist massiv übertrieben. Sondern meist so, dass ich mir sage, jo, das ist ungefähr so, wie ich es selber später herstellen kann. Und aktuell bin ich dabei, meine Verzauberung und Schmiedekunst so weit hochzuringen, dass ich mir selbst meine eigene geile Rüstung machen kann. Und das werdet ihr tatsächlich noch miterleben. So, noch ein Hinweis. Ich cutte halt immer dann, wenn wirklich Adult-Material ist, was sehr selten passieren dürfte, weil die Questreihen sind relativ dünn gesät. Und ja, ansonsten cutte ich, wenn ich sterbe. Und spiele bis dahin wieder, damit ihr jetzt nicht nochmal zugucken müsst, wie ich alles ablaufe. Oder wenn ich die Stadt gehe und Zeugs verkaufen. Das ist auch nicht so interessant. Es sei denn natürlich, ich gehe zu euch zurück, weil ich mir jetzt eine richtig geile Ausrüstung mache. Gut, soviel zum Vorgeplänkel. Und bei Folge 2 geht es dann richtig los. Ich wünsche euch viel Spaß und mögen die Gaming-Götter mit euch sein.